Der Herr Butting, ja, der schießt doch alles nieder, ja, Kinder und Frauen, ja, und auch ein paar Männer, ja. So kann das nicht sein. Putin schießt doch alles nieder, ja, sowas geht doch nicht, doch ja, sowas darf man nicht machen, ja, sowas muss man unterbinden, ja. Ja, die Russen, Russen, ja, hauen alles zusammen, ja, so kann das nicht gehen, ja, nein, sowas darf auch nicht sein, doch ja. Kleine Kinder, die gar nichts noch gemacht haben, ja, liegen im Friedhof, wirklich, ja, nur wegen dem Putin, ja. Und jetzt frage ich mich, was würde der Putin machen, wenn seine Kinder am Friedhof liegen? Ja, was würde er machen? Na? Und das soll man sich gefallen lassen? Nein! Nein, nein, nein. Der Putin glaubt, er ist das große Ja. Aber irgendwann kommt er drauf. Er ist gar nichts Ja. Er ist nichts mehr als ich und du, sagt der Esel Müllers Kuh. Und er glaubt, er ist was Besseres Ja. Kann ich dir sagen, das stimmt gar nicht Ja. Putin, denk einmal nach, ach ja, willst du wirklich, dass deine Kinder am Friedhof liegen, ja? Willst du das oder willst du das nicht? Wenn du das nicht willst, dann fahr nach Hause, nach Russland wieder mit deinen paar Truppen, was da drüben hast, doch ja. Fahr nach Hause, die wollen schon nach Hause, ja. Die Soldaten wollen keinen Krieg mehr haben, ja. Sie wurden von dir gezwungen, ja. Sie wollen nicht mehr kämpfen, ja. Sie wollen nach Hause fahren, ja. Darum sag ich dir, hör mit deinem Krieg auf, sonst ist es zu spät. Wer weiß, was dann passiert, das kann ich dir sagen, ja.